Liebes Goethe-Institut, hier ist die junge Generation von St. Kilians. Das sind die Schüler aus der 7. Klasse, die in diesem Jahr mit der Sekundarschule beginnen. Wir als Schule von St. Kilians möchten dem Goethe-Institut einen herzlichen Geburtstagsgruß schicken. 60 Jahre, das ist eine lange Zeit, das wissen einige Kollegen aus eigener Erfahrung. Aber es ist nicht so alt wie Johann Wolfgang von Goethe, der alte Hexenmeister. Vor 250 Jahren, 1999 wurde Goethe 250 Jahre alt und wir haben hier seinen Geburtstag gefeiert. Unter der Leitung von Alheide Schmidt-Suprian, die hier viele Jahre bei uns in der Schule unterrichtet hat. Und Goethe stand immer auf dem Programm. Besonders der Zauberlehrling, den ihr auch kennenlernen werdet in diesem Jahr, wenn wir diese Ballade noch lesen werden. Was sollen wir sagen, Goethe-Institut? Das ist ganz viele Verbindungen, die wir hatten als Kollegen. Viele wie Frau Wieferich und Frau Schmidt-Suprian haben hier an der Schule unterrichtet. Viele Schüler sind zu Goethe-Institut gegangen, haben dort Kurse gemacht, Fit in Deutsch. Wir haben Fortbildungen gemacht über die Jahre. Die Zusammenarbeit war über die vielen Jahre sehr eng. Besondere Erinnerungen sind Konzerte, wie zum Beispiel die Schülerband Pastel oder Irie Revolte. Aber natürlich nicht zu vergessen unser Basar. Jedes Jahr die wunderbaren Weihnachtslieder zusammen mit dem Goethe-Chor. Wir wünschen dem Goethe-Institut für die Zukunft viel Glück. Und jetzt sagen wir alle zusammen, 1, 2, 3. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebes Goethe-Institut.